Ein Neuzugang im Museumsdepot ist dieses spätgotische Altarretabel. Es hatte sich bis zum Anfang dieses Jahres noch in der Kapelle des Weilheimer Krankenhauses befunden. Als diese jedoch umgebaut wurde und neu eingerichtet wurde, kam das Altarretabel zu uns ins Depot. Es handelt sich dabei um einen Flügelaltar, dessen Altarschrein mit zwei beweglichen Flügeln geöffnet bzw. geschlossen werden kann. Außen zeigen die bemalten Flügeln Johannes den Täufer mit dem Lamm Christi und den heiligen Papst Leo I. Dieser trägt, wohl als Gewandschließe, eine Plakette mit den Apostelfürsten Petrus und Paulus, den Schutzheiligen Roms, auf der Brust. Diese beiden Heiligen werden uns auch im Inneren des Altars noch einmal begegnen. Diese Ansicht mit geschlossenen Flügeln war die Werktagsansicht des Altars. An Feiertagen wurden die Flügel geöffnet und man konnte nun die Innenseiten der Altarflügel und die geschnitzte Figurengruppe im Altarschrein sehen. Bei dieser Figurengruppe handelt es sich um die Darstellung einer Marienkrönung. In der Mitte sieht man die kniende Maria mit gefalteten Händen. Links und rechts von ihr sitzen Christus und Gottvater, die beide Krone und Zepter tragen. Zusammen halten sie eine Krone über das Haupt Mariens. Der unbekannte Bildschnitzer dieser Statuengruppe hat einen sehr eigentümlichen Stil, wie man insbesondere bei den Gewändern der Figuren erkennen kann. Die Gewänder von Maria, Gottvater und Jesus hängen in weiten Schlappen über die Kante des Schreins hinab und schmiegen sich an die Oberschenkel und Knie der Figuren so eng an, als wäre der Stoff nass. Die Innenseiten der Altarflügel zeigen die beiden Apostel Petrus und Paulus, die ja auch schon als kleine Abbildungen bei der Darstellung von Papst Leo I. auf den Außenflügeln zu sehen waren. Unter dem Altarschrein, auf der sogenannten Predella, mit der das Retabel auf dem Altartisch auflag, sieht man Christus als Schmerzensmann, der von zwei Engeln gehalten wird. Das Altarretabel ist wohl in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts entstanden. In welcher Kirche es ursprünglich aufgestellt war, ist leider nicht bekannt. Einige Hinweise deuten jedoch darauf hin, dass es aus dem Pustertal in Südtirol stammen könnte.